Schokoladentorte mit Eierlikör Vanillehahne, den Backofen auf Isograd C, Klammer auf Umluft 160, Klammer zu, vorheizen. Die Form fetten und mit Mehl bestäuben. 2. Für den Rührteig die Butter mit etwas Zuckerweißschaum mischlagen, dabei den übrigen Zucker nach und nach einrieseln lassen. Die Eier trennen. Eigelb zur Buttermasse geben und sorgfältig unterrühren. Eiweiß mit Salz steif schlagen. 3-4 den Boden mit einem Tortenring umschließen. Für die Eierlikörsahne die Sahne mit Vanillezucker steif schlagen, dabei 2-3 Esslöffel Eierlikör einlaufen lassen. Den Boden mit Aprikosenkonfitüre bestreichen. Die Eierlikörsahne dick darauf streichen.